Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Blackout-Vorsorgeberatung. Im heutigen Video geht es wieder um die aktuelle Blackout-Gefahr, also heute am 31.10.2021. Ja, mein Name ist Robert Junischke und ich bin der Gründer des Sachverständigenbüros für Blackout-Vorsorgeberatung. Mein Job ist es, Unternehmen in der Frage des Blackouts oder in der Frage der Blackout-Gefahr, der Blackout-Vorbereitung zu beraten. Ja, wie gesagt, heute wieder das Thema aktuelle Blackout-Gefahr und ich möchte auch direkt beginnen. Ich habe hier vom 28.10. Handelsblatt Online: US-Regierung warnt vor lebensgefährlicher Energiekrise in Europa. Und dann geht es weiter. Sollte ein besonders heftiger Winter über Europa hereinbrechen, könnte es in einigen europäischen Ländern zu tödlichen Versorgungsmängeln kommen. Ja, das ist das Thema, geht schon länger durch die Presse. Wir haben ein Energieproblem. Wir haben zu wenig Erdgas, wir haben aber auch zu wenig Kohle, um die Kraftwerke zu betreiben. Und wenn wir Kraftwerke nicht betreiben können, haben wir auch zu wenig Strom. Und das Ganze müsste jetzt nur noch kombiniert werden mit einem sehr kalten Winter und dann vielleicht auch noch einer Flaute, dass auch kein Windstrom produziert wird. Und dann ist das Desaster perfekt. Alternatives Szenario wäre auch ein paar Störungen bei Atomkraftwerken in Frankreich, die dann auch infolge dieser Störungen keinen Strom liefern können. Und dann haben wir ein Blackout-Szenario schneller, als wir schauen können. Genauso wie Goldman Sachs es auch schon prophezeit, diesen Winter. Dann gibt es eine weitere Nachricht. Spanien verunsichert. Tannas Blackout-Kampagne sorgt für Aufsehen in der EU. Ja, die Frau Tanna ist die eine Ministerin. Ich glaube, die genau, das ist die Verteidigungsministerin von Österreich. Und die warnt vor einem Blackout und die geht auch ma massiv in die EU und warnt, dass es eben diese Blackout-Gefahr gibt und dass auch andere Länder dem Beispiel Österreichs folgen mögen, sich auf das Blackout-Szenario vorzubereiten. Ja, und da steht ein so schöner Satz: Es wäre nicht das erste Mal, dass das österreichische Bundesheer eine Krise richtig vorhersagt. Geschrieben in der spanischen Tageszeitung 20 Minutos. Dann gibt es noch einen Artikel: Presse Österreich, 25.10. Bundesheer rüstet sich für Blackout. Ich habe das in anderen Vorhersagen auch schon betont. Das österreichische Bundesheer hat geschrieben, dass es, Moment, ich lese es am besten genau vor. Was nach einem surrealen Albtraum klingt, ist laut den Experten des Bundesheeres ein unvermeidliches Szenario. In der sicherheitspolitischen Jahresvorschau 2020 wird die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Blackouts innerhalb der nächsten 5 Jahre mit 100% angegeben. So, und dazu möchte ich nochmal darauf hinweisen: Wir haben kein isoliertes deutsches Stromnetz, genauso wenig wie Österreich ein isoliertes österreichisches Netz hat. Und wenn es in einem der Länder richtig kracht, und leider ist Deutschland da eher für, wie sagt man, könnte es in Deutschland eher passieren als in anderen Ländern, dann sind wir dafür verantwortlich, dass vielleicht in ganz Europa das Licht ausgeht. Und ich möchte das mit ein paar Zahlen noch untermauern, die ich heute Morgen noch mal rausgeschrieben habe. Es gibt einen Energiereport von McKinsey, der stammt schon aus 2018 und der schreibt einfach nur mal die Zahlen auf. Ich lese mal vor. Also, wir brauchen Stand 2018, aber auch Stand heute ungefähr 80 Gigawatt Energieerzeugung pro Tag. Und bis 2030 rechnet man mit einem Mehrbedarf von 17 Gigawatt, also wären wir dann bei 97 Gigawatt, die jeden Tag zuverlässig erzeugt werden müssen. Demgegenüber steht aber die Abschaltung von Kohle von 29 Gigawatt bis 2030. Also auch, ne? Wir brauchen 2030 97 und wir schalten bis 2030 29 ab. Das heißt, wir haben dann 51 Gigawatt zuverlässig erzeugbarer Energie und es fehlen 46 Gigawatt. Und dann stellt sich die spannende Frage: Wo sollen die herkommen? Denn das muss man auch immer wieder sagen und es muss immer wieder betont werden: Die Energieerzeugung ist privatwirtschaftlich organisiert. Das ist kein staatliches Monopol oder auch keine staatliche Aufgabe. Der Staat gibt nur den gesetzlichen Rahmen vor und hält sich ansonsten vornehm zurück. Aber die Unternehmen, die in Kraftwerke investieren, tun das auf eigene Verantwortung und auf eigenes Risiko.
Was eben auch bedeutet, dass die sich gut überlegen, wo sie investieren, denn am Ende des Tages müssen sie einen Gewinn erwirtschaften. So, und deshalb gibt es genau so viel Kraftwerksleistung oder vielleicht ein bisschen mehr, um eben die Energie bereitstellen zu können, die tatsächlich in abhängig von Schwankungen natürlich benötigt wird, aber eben nicht mal eben 20, 30, 40 Gigawatt mehr. Und das ist eben das große Problem, weil Deutschland eben diesen massiven oder diese massive Abschaltepolitik verfolgt. Ich möchte nochmal die Zahlen nennen. Bis 2030 29 Gigawatt an Kohlekraftwerken plus bis 2038 17 Gigawatt. Das heißt, das sind 36 Gigawatt. Stimmt das? 46 Gigawatt an zuverlässiger Leistung, die abgeschaltet werden und für die es keinen Ersatz gibt. Selbst wenn wir das mit Solar und mit Wind machen wollten, müssten wir die Bundesrepublik damit zupflastern, damit es ein Ersatz wäre. Und es wird nie einer werden, weil es uns eben nicht möglich ist, Strom, also Strom aus Windanlagen zu erzeugen, wenn der Wind nicht bläst, und im Dunkeln tut es auch keine Solaranlage. Und das ist eben der Grund, warum es sehr wahrscheinlich ist, dass Deutschland sogar der Auslöser für einen Blackout sein kann. Immer noch dazu betrachten bitte die vielen anderen möglichen Gründe für den Blackout, als da wären menschliches Versagen, technisches Versagen, Erdbeben, Sonnenstürme, Extremwetterereignisse, Hackerangriffe, Terror und, und. Das heißt, wir haben hier ein selbstgemachtes Problem und wir haben noch die anderen. Und ich sage es auch hier zum Abschluss diesen Videos nochmal. Wenn man das alles betrachtet, dann ist es einfach eher unwahrscheinlich, dass es nicht passiert, als dass es passiert. Und das sagt ja auch das österreichische Bundesheer. Deshalb, wenn ich Sie mit diesem Video davon überzeugen konnte, dass es eine real existierende Blackout-Gefahr gibt, dann lade ich Sie ein, schicken Sie mir eine E-Mail an info@blackout-vorsorge-beratung.de mit dem Stichwort Terminvereinbarung. Ich biete Ihnen ein kostenloses 30-minütiges Erstgespräch, in dem ich Sie davon überzeuge, wie real die Blackout-Gefahr ist, und dem wir dann darüber sprechen können, wie ich Ihnen helfen kann, sich bestmöglich auf dieses Blackout-Szenario vorzubereiten. Ich danke Ihnen, dass Sie zugeschaut haben, und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal, Ihr Robert Jungnischke.